Und wir kehren zurück zu Wolongfallen Dynasty. Wir sind immer noch am Release-Tag in Folge 3 angekommen. Also für mich Release-Tag, bei euch natürlich wieder ein bisschen später. Habe jetzt das erste Video fertig gemacht, ist auch nur knappe 30 GB groß. Das zweite Video ist einfach über 60 GB groß. Das tut alles ein bisschen weh, weil es dann übelst lange dauert, um es zu rendern und hochzuladen. Aber das hält uns nicht auf. Wir haben es letztes Mal sehr viel geschafft. Wir haben gegen einen Affen gekämpft. haben den Lifesteal-Spell gelernt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich gewonnen. Und was für wichtiger ist, wir wollen ein paar Waffen ausprobieren. Wie zum Beispiel diesen Säbel, den sie schon mal sehr cool hält. Hi! Bist du Hammer aus Fable 2? Oh, I don't believe you're from around here, are you? Well, it's a world of chaos out there these days, wherever you go. Without a weapon you can rely on, you're practically a dead man walking. Ich bin eine Frau. Sorry, where are my manners? I'm a traveling blacksmith. Name's Zhu Sha. I'm out here trying to hone my craft, hoping to master it one day. Have a look at my work, if you please. I'm sure you'll find something that catches your eye. Sie ist Schmied! Ach so! Verbesserungen! Du kannst über den Schmied auf dein Lager zugreifen, in dem du deine Gegenstände sicher aufbewahren kannst. Im Lager platzierte Gegenstände können jederzeit herausgenommen werden. Handelt es sich bei den Gegenständen nicht um Ausrüstung? Kannst du je nach Typ nur eine bestimmte Anzahl mit dir führen. Findest du Gegenstände, die du deshalb nicht mehr tragen kannst, werden diese automatisch ins Lager geschickt. Okay. Verbessere die Stufe deiner Ausrüstung mit Kupfer und Materialien. Die nötige Menge Kupfer oder Materialien hängt von der Verbesserungsstufe deiner Ausrüstung ab. Okay. Also der Bronzespeer hat uns zumindest schon mal sehr gute Dienste erwiesen, aber ich glaube nicht, dass ich den jetzt gerade upgraden will. Ich will eigentlich nur mal gucken, was ist das hier? Verkaufen. Okay, und dann kriege ich dafür tatsächlich Geld. Und zwar gar nicht so wenig. Okay, vielleicht ist Geld gar nicht so ein Problem. Einbettungen dekorieren, ausschlachten. Okay, damit befassen wir uns später. Wir lassen sie jetzt erstmal da stehen. Und gucken jetzt erstmal, was wir hier noch so machen können. Weil das muss auf jeden Fall noch weitergehen ein bisschen. The county office, fallen to ruin, now serves the yellow turbans as a base. It mirrors the state of our empire with uncanny accuracy. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr? Oh, guck mal, den können wir einfach... Stufe 12, Alter. Zack! Erstochen. Und gelootet. So, der andere, der wird uns jetzt wahrscheinlich gleich bemerken. Wenn er dann mal mitkriegt, dass ich hier bin. Hallo? Pariert. Und abgestochen. Boah, ist der Säbel schnell. Ich meine, gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Eine Haarnadel, ein Accessoire. Das steht dem Jaguar aber sehr gut. Warum? Ach, das sind Grasbüsche. Ich dachte, da wäre Kacke am Boden. Okay. Ist nicht irgendwie irgendwo noch ein Secret versteckt? Das muss die Höhle sein, wo wir gegen das riesige Ding gekämpft haben. In der letzten Folge. Und dementsprechend müssten jetzt hier auch noch irgendwelche Gegner sein. Schlag den tot. Okay. Also es funktioniert zumindest mit dem Säbel ganz gut. Aber ich glaube, du kannst dir halt wirklich einfach aussuchen, mit was du spielen willst. Wahrscheinlich gibt es natürlich wieder ein paar Sachen, die sind stärker als andere Sachen, so wie es halt immer ist. Ein paar Sachen sind Meta, ein paar Sachen sind nicht so Meta. Hier komme ich nicht rein. Ist da von der anderen Seite rein? Muss ich jetzt hier durch? Weil das ist auf jeden Fall der Weg, der mir angezeigt wird. Aber das, nee, das ist nur das... Der wollte mich backstabben. Was ein Arsch. Offizielles Siegel. Okay, wahrscheinlich wieder ein Accessoire. Und das ist hier ein Elixier. Okay. Ich glaube, das ist dafür da, um Willen zu regenerieren. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Da komme ich nicht lang. Also gehen wir wieder zurück. Wir haben so viele Waffen. Die müssen wir einfach, wie gesagt, nach und nach mal ausprobieren. Jetzt gerade ist es erst bei der Säbel und dann werde ich mir bald mal den Kampfstab ansehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das Game so flackert. Wenn ihr wisst, warum das Game manchmal so flackert, dann dürft ihr es mir gerne schreiben. Pause-Sync habe ich natürlich schon ausprobiert, aber hat nicht geholfen. Au. Au. Nächstes machst du nicht so viel Schaden. Gebrochen. Abgestochen. Nicer Schlüssel. Ruhe. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Wir haben auch sehr viel mehr Leben, habe ich das Gefühl. Und ist die Lebensleiste... Ist die länger geworden oder bilde ich mir das nur ein? Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Typ? Oh Gott.
Schlag mich. Ah, Gott. Oh Gott, schlag mich doch nicht wirklich. Das war doch nur ein Joke. Ha! Okay. Ich soll mich nicht so dolle schlagen lassen. Dann leuchtet was. Drachenadernkristall. Du hast einen Gegenstand erhalten, der den Drachenheilungstropfen verbessern kann. Öffne dein Inventar über das Charaktermenü, um diesen Gegenstand zu nutzen. Drachenadernkristalle erhöhen die maximale Nutzung des Drachenheilungstopfes um 1. Drachenader-Essenz erhöht die Wirksamkeit. Okay. Also auch alles ähnlich wie in Dark Souls, Elden Ring. Wir kennen es. Dann benutzen wir den mal hier. Das heißt plus 1, oder? Plus eine Nutzung. Yay! Jetzt können wir 4 Stück dabei haben. Hat es aber nicht gerade spontan nochmal um 1 erhöht. Oh. Da steht ein Typ. Hier ist ein Secret. Irgendwann. Aha! Da ist eine Truhe. Rang 2. Rang 1 Leder. Ist okay. Ist okay. Können wir alles gebrauchen. Früher oder später werden wir es gebrauchen können. Okay, ich war zu laut. Oh, da ist noch einer. Oh, da sind noch ein paar. Weißt du was? Okay. Okay. Life Leech ist ja mal ultra geil. Ist zwar nicht ultra... Oh mein Gott, was habe ich da gesehen? Ja, cool. Der ist ja nicht so schlimm. Was war denn der rechte Spell nochmal? Ach so, das war dieses Fluchding. Damit die Gegner langsamer werden. Zack. Oh Gott, der schlägt einfach weiter. Oh Gott, ich bin tot. Na gut, wenn du nicht aufpasst, stirbst du halt trotzdem. Okay, jetzt haben wir den Säbel mal probiert. Coole Sache. Gott, Bestie beschwören. Ja, bei voller Anzeige. Ach so, das rechts ist einfach die Anzeige. Ah. Okay. Ja, gut. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ist okay. Werde ich mit leben müssen. Schwert, Krummsäbel, Glefe, Hellebarde, Stab. Yes, Baby. Oh, Kampfstäbe, Alter. Oh, ja, hat das Ding wenig Range. Oh, ich werde Leute so doll mit dem Stöcker vermöbeln. Kaum erwarten. Wo sind sie? Gebt mir Feinde! Ich erstech den. Ich hab mich selbst geblockt. Klönk, klönk, klönk. Hab Damage bekommen, also machen wir Lifesteal an. Au. Nochmal Damage bekommen. Oh, guck mal. Ich heile! Mom, look at me, I'm healing! Pariert! Oh, geil. Ah, man sieht sogar, wie viel man heilt. Das habe ich gerade geschlagen und habe 9 HP bekommen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine sonderlich hohe Menge. Aber ist ja nicht so schlimm. Achso, was wir noch gar nicht probiert haben. Oh, nice. Stylish. Aber muss ich sagen, jetzt spontan bisher gefällt mir dir... Speer? Der Stahl? Ne, wie ein Stachelspeer oder so? Doch am besten. Au! So, Moment. Bevor er mich jetzt umbringt. Habe ich jetzt beide pariert? Das ist natürlich nice. Ah, den hätte ich jetzt mit meinem Willensbrecher natürlich killen können. Ich bin einfach in die Ecke gedrängt. Okay, daneben, aber ist wurscht. Wir haben gewonnen. Und haben fast volle HP. Jetzt bleibt nur die Frage bestehen. Wie mache ich den am schlauesten? Jetzt ist er nur noch 19. Das ist gut. Wir beschwören mal Kirin. Hat Schaden gemacht. Ich bin das eine Mal durchgerutscht. Boah, der hat viel Schaden bekommen. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe immer noch. Oh Gott. Kill den doch bitte. Ich hab ihn. Konzentration. Oh, Kampfstab ist schon stylisch, Alter. Der ist schon nice. Kann ich mich... Ach, hier ist natürlich... Ich sterbe immer voll im Checkpoint. Das ist insane. Okay. Jetzt haben wir den Kampfstab ein bisschen ausprobiert. Ist cool, ist cool. Bin immer noch sehr vom Bronzespeer überzeugt. Aber Stab ist auch auf jeden Fall weit oben.
So, jetzt ist hier ein normaler Speer. Was ist denn der Unterschied zwischen dem einen Speer und dem anderen Speer? Okay. Warte, welcher ist jetzt welcher? Moment, jetzt muss ich den einen... Kann ich den einfach ausziehen? Entfernen. Danke. So, kann ich auch boxen? Nee. Doch! Ich kann auch boxen? Aber es macht keinen Schaden, nicht wahr? Macht wahrscheinlich keinen Schaden. Okay. Speer anziehen. Ach, das ist der Speer, der eher... Der eher sticht tatsächlich. Also das, was man mit einem Speer normalerweise tut. Stechen. Weil dafür ist das Ding da. Oh oh. Einfach nicht aufhören zu stechen. Okay. Rang 1 Stahl. Werden wir alles brauchen zum Upgraden von Sachen. Just in dieser Sekunde noch nicht. Das wird wahrscheinlich eher für Waffen dann sein, statt dem Leder. Das Leder wird wahrscheinlich eher für Rüstung sein. Ja, ich weiß, das war die Erkenntnis, der Erkenntnis-Sound, dass ich schlau bin. Keiner, der mich backstaben will. Zwei Kisten! Okay, Rüstung. Gucken wir alles uns später an. Wow! Gut. Haben wir überlebt. Das ist ja stylisch. Kann man da irgendwie hoch? Sekiro könnte jetzt so. Er hat einen Enterhaken. Aber Baby Jago hat keinen Enterhaken. Ach, warte mal, da kann man noch. Und wir waren noch nicht an einer anderen... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das wollte ich gerade sagen. Sieht aus wie ein geheimer Weg. Dann müsste ja hier das Ding sein und damit geht jetzt bestimmt das schwarze Zeug da weg. So viel dazu. Offensichtlich geht das nicht weg. Vielleicht brauche ich dafür erst einen Skill. Vielleicht geht das auch gar nicht weg, sondern es ist einfach eine Blockade für den Level. Ich weiß es nicht. Aber hier hinten will ich mal lang. Weil da war auf jeden Fall noch ein Item. Oh, ich habe nicht gedrückt. Also ich habe schon gedrückt, aber ich habe falsche gedrückt. Das Kampfsystem ist so geil. Doppelschwerter! Dual Wield, ich bin fucking Kirito. Guck mir gar nicht an, was die so stat-wise können. Jetzt geht's mir erstmal nur ums Moveset. Okay, das ist extrem schnell. Player 1590-2205. Level 14. Vom Streiter im Kampf getötet. Ha, das ist ein Opfer, Alter. Hier, ich räche dich. Wenn ich es nicht schon getan habe. Ach, warum habe ich jetzt eigentlich eine normale Flask getrunken, wenn ich beim Hergeben sowieso eine Flask trinke? Okay, da ist noch jemand gestorben. Ich weiß nicht genau, wo ich lang will. Hier ist auf jeden Fall ein Item. Das ist schon gut. Goldene Zikadenhülle. Was ist das? Und ein Weidenast erlaubt dir bei Verwendung, dich von deinem Begleiter zu trennen. Ah ja. Kleiner Brocken wahres Ki. Goldene Zikadenhülle, da ist sie. Diese goldfarbenen Hüllen werden von einer seltenen Zikadenart abgestreift. Gib diese einer bestimmten Person, um die entsprechende Belohnung zu erhalten. Aber wem? Einem uralten Volksglauben nach ist das Erlangen von Unsterblichkeit dem Wachstum einer Zikade ähnlich. Das hat einige Möchtegern Unsterbliche zu der Behauptung gebracht, dass der Verzehr großer Mengen goldfarbener Zikadenhüllen das Geheimnis ist, aber dies konnte noch nicht bewiesen werden. Möchtegern Unsterbliche. Oh shit, den haben wir nicht gesehen. Aua. Oh mein Gott, rasiert. Hey, das ist das letzte Ding. Konzentration. Unser Special machen. Gut, in einem Crit gekontert. Heal anmachen. Oder den Life Leech. Der ist tot. Rache. Den bringen wir auch noch um. Alle tot, alle gerecht, ist alles gut. Haben wir gewonnen? Rache erfolgreich, Rache erfolgreich, Rache erfolgreich, geil. Ich weiß jetzt nicht, was diese ganzen Auszeichnungen sind. Mark Barbaroja, Barbaroja, Barbarocha? Ach, keine Ahnung. All die Leute da oben links habe ich gerecht. Ich bin ein guter Mensch. Zack. I have never felt better. The enemy shall taste my full force.
Ja, Mann. Jetzt kann ich meine ganze starke Magie nutzen. Die ich nicht habe, weil ich nur Babymagie für Babys habe. Ich meine, ich könnte natürlich noch bessere Magie skillen. Gerade. Aber ich... Ehrlich gesagt, dass mir das gerade ein bisschen zu viel alles. Deswegen will ich mich jetzt nicht selbst mit Mechanics über... Wie sagt man denn? Überfordern. Ach, Gott. Ich drücke immer zu panisch, weil du den Dark Souls halt einfach wegrollen kannst oder den Elden Ring. Aber hier musst du halt wirklich schauen, dass du dodgst, wenn die dich schlagen. Das ist wie ein Parry. Und ich bin nicht gut mit Parrys. Vielleicht merkt man's. Okay, Doppelschwerter sind halt echt einfach straightforward. Ich schlage schnell auf Gegner ein. Alle anderen Waffen sind ein bisschen so gimmicky, wo du hui, ha, hui und durch die Gegend springst und so. Aber die Schwerter sind einfach, du schlägst den Gegner. Das weiß ich zu schätzen. Ja, darf ich selber entscheiden, was ich anziehe, Alter? Du bist zwar ein Mann, aber ich bin eine starke, unabhängige Frau. Ich schubse dich jetzt vom Dach, Alter. Komm her. Komm mal nicht. Komm her. Zhao Yun, du bist vielleicht der Prinz oder König von dem Land hier oder so. Oder General oder so. Und vielleicht auch aus Dynasty Warriors. Aber kann er nicht runterschubsen. Goddammit. Weißt du was? Weißt du was? Du? Na, ich kann ihn wahrscheinlich nicht aus meiner Party schmeißen. Weil der Story NSC ist. Mäh. Nix darf man. Okay, da oben ist auch nichts weiter. Extra reingeguckt. Jetzt habe ich nichts gesehen. Hier ist überall Blut. Hier können wir uns mal schnell ransetzen eigentlich, damit alles respawnt und vor allem, damit wir unser Key aufbrauchen können, denn ich schätze, wir kommen jetzt gleich zu einem Bossfight. Will ich jetzt nochmal was ausprobieren? Die Doppelschwerter sind natürlich cool und alles. Doppelhelle Baden müssen wir noch ausprobieren und jetzt legen wir unseren Klingenspeer wieder an. Den finde ich bis jetzt am stylischsten. You will soon see why. Just make sure that you are ready. Ich habe einen Ruhepuls von 170, also eigentlich alles gut, prima. Das sind keine helle Baden. Das ist keine helle Bade. Ich meine, von der Form her vielleicht. Das ist aber auch stylisch, ne? Okay. Ich schätze, das ist Bossfight-Time. Execution ground, didn't you know? The Tianzhu hermits will get no mercy. That goes for the women as well. Quickly. Find somewhere safe. Die sah sehr wichtig aus. Sie sieht nicht aus wie ein normaler NSC. Die sieht aus wie ein wichtiger NSC. Okay, bin bereit. Okay, ich brauche. Das war das Falsche. Oh Gott, ich kann nichts sehen. Ich will doch eigentlich nur mein Speer ausrüsten. Boah, ist das stylisch. Ich liebe es. Götteranzeige, let's go. Damage. Oh. Ich mach mal Life Leech an. Wenn ich nicht weiß, ob es schlau ist. Aber jetzt hab ich's an. Oh, ich wollte gerade sagen, da fliegt doch bestimmt mit seinem Schwanz zu. Oh. Ich sehe wegen der Schrift wirklich gar nichts teilweise. Das ist ein bisschen ätzend. Riss, Speer! Und jetzt wirst du noch ein bisschen Blitz. Huh! Was macht er? Ich dachte nicht, dass der charged. Ich dachte, der macht irgendwas anderes. Hinterher! Oh mein Gott. Okay, muss mal heilen. Das ist mal ein bisschen Blitz hier. Das macht keinen Schaden.
Pariert! Und die Parade bedeutet, ich breche den jetzt, weil ich spieß den mit meinem Special auf und... Tonk! Game is easy. Ein ruhmreicher Sieg. Das müsste der Final Boss sein von dem Level. With this victory, we move a step closer to peace. Ja, Mann! Gewalt führt nämlich immer zum Frieden. Achso, ich dachte, jetzt passiert noch was. Okay. Dann gucke ich mich halt um. Ah, natürlich jetzt. You saved me. Thank you. You are lucky to be alive. However, I am not the one you should think. My name is Hongjing, and I've been investigating the Yellow Turbans. That jade is... I must leave you now. I advise you to head to Guangzhong, to the Yellow Turbans' headquarters. It would be an immense boost to the Imperial forces if you were to join the ranks. Klar, Alter, bin ich dabei. Die zerstören wir, Freund! Would you mind taking me along? Hmm. Natürlich nehme ich die Zivilisten mit ins Hauptquartier der Feinde. Wohin auch sonst? Du hast die folgenden Belohnungen erhalten. Rang 1 Leder, Kappe des Soldaten der gelben Turbane, Rüstung und ein Eisenschwert. Das, was auf der Weltkarte eben stand. So, ich bin mir sicher, jetzt kriegen wir die Option, Sidequests zu machen. Also dann so andere Gebiete, die gleichen Gebiete nochmal, schwerer vielleicht. Müssen wir mal gucken. Irgendwann, irgendwie, sowas muss doch bestimmt passieren. Vorausgesetzt, der Ladebildschirm wird irgendwann fertig. Ich meine, es ist ja nur auf der SSD. Und SSDs sind ja nicht dafür bekannt, dass sie super schnell sind. Komm schon, schneller. Ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht, nachdem ich damals ja Nioh... Oh. Werde ich jetzt wieder ins Wasser gestoßen? Won't you stop, Yida? Don't be so reckless, Yida. These brave warriors saved my life. Huh? What? Mm. My apologies. I got ahead of myself. Okay. It's time to find out how strong you really are. How about we play a little game? Who can take out the most rebels? You or I? Oh, das bin wahrscheinlich ich. Du kannst über Verstärkungen Guan Yu zu Hilfe rufen. Yay. Da sind wir. 184 Guigutal. Wir haben uns mit Leuten verbündet. Okay. Mit beiden. Interesting. Ich wollte gerade sagen, wie geil die Choreografie ist in den Cutscenes. Ist ja der Wahnsinn. Ich meine, die Choreografie im Combat an sich ist auch insane, ehrlich gesagt. Immer noch kein gerades... Kein geraden... Was ist denn ein gerader Säbel? Ich dachte, Säbel sind halt immer krumm. Ich dachte, darum geht's. Merkwürdig. Okay, Stab. Hammer. Immer noch keine Streitaxt. Ja, weiß ich nicht. Doppelhelle Baden und so, cool und alles. Kampfstab, though. Der Kampfstab skaliert halt mit normalem also mit HP und Magie. Das ist schon irgendwie cool. Aber jetzt ist halt die Frage, gilt das... Ah, guck mal, das ist scheinbar...
Scheinbar ist es so, dass die Grundwaffe immer mit... den verschiedenen Elementen skaliert. Nur halt verschieden gut. Jetzt müssten wir halt was finden, was mit unseren Attributen skaliert. Das wäre einmal hier der Bronzespeer. Und das wären tatsächlich die Stäbe. Die Stäbe. C, D. Okay. Und das hier. D, C, E. Okay. Ja gut. Wie gesagt, ist ja jetzt eh erstmal absolut irrelevant. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich will. Jetzt gucken wir uns mal die Rüstungen ganz fix durch. Speerschaden plus 3,6%. Aber wir haben ja einen Klingenspeer. Das heißt, es bringt uns gar nichts. Schwereaufbau. Was soll das bedeuten? Erhöht den Schwereaufbau bei Gegnern. Ein Statuseffekt, der nach Erreichen einer gewissen Menge Steinstatus ausgelöst wird. Verringert Blitzwiderstand und erhöht erlittenen Willensschaden. Verringert ebenfalls durch Angriffe mit und Block erlittenen Willen. Okay. Und es macht Gift und es... Es erhöht den Gift, vergiftet Aufbau, aber das heißt nicht, dass es den Gegner auch vergiftet. Okay, das ist also dafür da, um Statuseffekte aufzubauen. Bringt uns also nichts. Was haben wir hier? Munitionswiederherstellung nach Fernkampf? Treffer? Fernkampfangriff. Ah, tatsächlich Treffer, okay. Ich werde dann eine Chance, dass nach... Okay, Blitzschaden geht hoch. Willensgewinn, Steinangriffskraft, Willensschaden. Das klingt nicht schlecht. Ja, verlieren wir halt Defense. Ich will ehrlich gesagt jetzt erstmal... Wisst ihr was, wir gehen jetzt erstmal auf Style. Ich meine, guckt euch die Rüstung an, die ist viel cooler als die andere. Wir machen jetzt Fashion Soul. Fashion Row. Die Fashion Row. Da können wir auf Damage oder sowas gehen. Holzphase, Zauber, Willensbruch. Willensverbrauch. Speerschaden. Feuerangriffskraft habe ich gar nicht. Machen wir das da, das hat am meisten Defense. Ich weiß doch gar nicht, worauf ich achten muss. Zugefügter Schaden. Einfach immer oder was? Gesundheitsschaden, das ist ja krass. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach irgendwas erstmal. Okay, hier geht's lang. Also gehen wir das mal zurück. Gerade ein bisschen Bock auf Stock, also nehmen wir den Stock. Ganz schön tief. Ich würde ehrlich gesagt nicht so gerne runterspringen. Guten Tag. Hallo, ich kann mit euch reden. I was told that a great sage once lived here in secrecy. And apparently the area became known as Guigugo Valley or the Ogre's Domain because of him. Oh, Ogre. Doesn't exactly fill one with confidence, does it? Nee, nicht wirklich. I am Leo Bay, leader of the militia of the Jewel Commandery, along with my two sworn brothers. They need help, so may I ask that you go in my stead? I will not be far behind. Okay, cool. Aber ich suche eigentlich das Hauptquartier. Leader of the militia. They need help. I will not be far behind. Kann ich mit euch auch reden? Ne, ihr seid einfach dabei. Ihr könntet nicht unterschiedlicher aussehen, ihr zwei. Aber gut. Vielleicht ist der eine ja adoptiert. Vielleicht sind ja beide adoptiert. Kann ja sein. Ich würde gerne hier mal gucken. Ein neues Schlachtfeld ist verfügbar. Ja. Nebenschlachtfeld. Hier kann ich nicht nach oben und unten drücken. Das haben wir schon abgeschlossen. Das ist jetzt Hauptquest. Und das ist jetzt Sidequest. Der gelbe Himmel brennt. Rang 1 Leder, Armschienen, Schuhe, Stangenpodau. Ja, ich meine, I guess. Die gelben Turbane, die den Dongshanberg erobert hatten, wurden besiegt. Jedoch berichtete Huang Fu Song, der General des kaiserlichen Hofs, dass ihre Überbleibsel sich unter einem neuen Anführer sammeln und weiter auf dem Dongshanberg ihr Unwesen treiben. Huang Fu Song hat eine Strategie, um sich dem Problem anzunehmen. Ja, die schmeißen mich da rein. Deine Hilfe bei der Umsetzung des Plans wird sicher geschätzt. Klar, Alter. Sidequests, Baby! Oh yeah. Ach, da steht's auch nochmal. Das hätte ich jetzt auch einfach vorlesen können. Das sieht extrem düster aus. Ist das jetzt eigentlich eine neue Map oder ist das eine alte Map recycelt, in der ich jetzt einfach rumlaufe und quasi nochmal grinde? Weil das wäre natürlich spannend. Das würde ich gerne wissen. Naja.
Wir gucken uns das jetzt auf jeden Fall mal gemeinsam an. Und ob ich dann in Zukunft die Sidequests rausschneide, wird wahrscheinlich ein bisschen drauf ankommen. Hallo. These yellow turban remnants are giving us quite a bit of trouble. You're with the militia, yes? We could use your help in this battle. Okay, die Map ist scheinbar ziemlich groß, weil hier gibt's 7 von den ganzen Dingern, von den Markierungen für die Standarte. So, Metallkraft. Willensdauer, Zauber. Ich meine, wenn das Zeug weniger Willen braucht, ist ja gut. Geil. Wir können auch einfach alles skillen. Einfach permanent alles hochskillen. Zauber lernen. Na, den muss ich mir mal offscreen durchlesen, dann erkläre ich euch, was ich vorhabe. Aber dafür brauche ich erstmal die Zeit dafür. Habe ich den gerade mit meinem Stock erstochen? Oh, ich dachte, der schlägt. Oh Gott. Okay. Würden Sie sich bitte mal beruhigen? Der hat mich ja absolut deleted. Gut, dass ich mein ganzes Knie gerade ausgegeben habe. Jesus Christ. Huh? Okay, ja, geil. Es ist ja stärker. Nun. Jetzt ist aber auch langsamer. Haha. Hat er mich gerade. So, jetzt. Ich konnte nicht. Ich kam nicht ran. Okay. Hä? Ich drücke. Okay, er ist tot. Alles gut, alles cool, alles unter Kontrolle, alles gar kein Problem. Der erste Gegner war auch überhaupt nicht so schwer wie manche Bosse. Alles cool, alles gut, alles geil. Ach, wir sind hier, jetzt erkenne ich es erst. Okay, das ist also die letzte Map. Ah, was für ein Arsch. Also die Map vom letzten Mal. Wahrscheinlich ein bisschen verändert. Okay, der hat nichts ausgehalten. Aber mir seine Pfeile gedroppt. Und Armbrustbolzen. Das heißt, es gibt auch Armbrüste. Das ist cool. Hier war das letzte Mal. Ich sehe den, aber ich sehe auch den da. Oh, das hört man. Okay. So, ich sehe leider nicht, was hinter mir passiert, aber sollte uns jetzt erstmal nicht stören. Der ist tot. Und der folgt ihm direkt in die Hölle. Gut, und wir sind wieder voll. Mit Life Leech ist das alles wunderbar. Gut, jetzt wäre ich eh geheilt worden, aber geht hier ums Prinzip. Nicht super stark der Skill, aber schon durch. Es ist halt eigentlich schon extrem stark, weil ich das halt eigentlich auch so oft benutzen kann, wie ich möchte. Ich find's krass, dass ich ihm einfach den Stab in den Rücken stecke. Also halt einfach durchbohre. Großes Speer. Oh, okay. Da unten ist wieder einer. Und ich find's cool, dass wenn du, oh, je nachdem welches Pathing du nimmst, kannst du die Leute halt assassinaten. Das finde ich extrem nice. Uhoho! Das wollte ich nicht. Ah, what? Gut, der ist tot. Und der, au. Okay, nice. Ich muss, glaube ich, einfach ein bisschen gezielter angreifen, dass ich nicht mal so oft gestaggert werde. Aber wenn ich gestaggert werde, dann sterbe ich. 3 Sterne Helm. Ich mach mal meinen Lightning an. Nicht, dass ich gleich assassined werde von irgendwem. Nicht, dass jemand auf mich drauf springt. Ja. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Das ist halt. Da ist es. Oh Gott. Mist. Das wollte ich nicht. Ah! Er hat mich angeschossen. Was für ein Arsch. Oh mein Gott, kriegt der Damage. Jesus Christ. Okay, Magie vielleicht doch nicht so kacke, wie ich dachte. Hep. Nein. Das nehmen. Armbrustbolzen und normale Pfeile. Sehr gut. Das Item will ich schon haben. Das ist bestimmt was Gutes. Es ist immer was Gutes. Man muss es sich nur einreden. Rang 1 Leder. Könnte schlechter sein. Könnte halt einfach schlechter sein. Da ist wieder so eine Markierung. Okay, das ist ja relativ fix jetzt hier. Ich könnte jetzt bestimmt da runterspringen und dann da weitergehen, aber
Ich kann mich auch in den Tod stürzen. Offensichtlich. Heil dich mal. Aber man stirbt nicht. Habt ihr gesehen, man hat da nur einen HP und muss dann halt wieder klarkommen. Aber man ist nicht gestorben. Ist noch so ein Ding. Okay. Zack! Die wissen nicht. Die wissen nicht, dass ich da bin. Nur weil ihr Kamerad gerade geschrien hat, wie am Stock. Die haben keine Ahnung. Ich wollte eigentlich schauen, ob da jemand ist, aber... Mit meinem Gesicht kann ich auch checken. Da ist ein Hund. Oha! Die halten wenigstens nicht so viel aus. Oh. Ich mag das Game. Und jetzt bereue ich es fast ein bisschen, dass ich... Nioh nicht gespielt habe. Wobei ich glaube nicht, dass Nioh 1 so geil war. Also wir haben das damals, meine Kumpels und ich haben das zum Release-Termin, haben wir gesagt, komm, ist Wochenende, Alter, lass bei mir treffen. In meiner furzkleinen Wohnung damals, irgendwie 2 Zimmer, 1,5 Zimmer. Wisst ihr, wie es ist als Student, Schüler, wie auch immer. Und haben uns dann getroffen und haben versucht, das Spiel irgendwo in der Stadt zu kriegen. Und es war überall ausverkauft. Wir sind legit in jeden Laden gegangen, der Games verkauft für die PS4. Und haben versucht, dieses Spiel irgendwo zu finden. Und haben es aber nicht gefunden. Und dann haben wir bei so einem Secondhand-Gaming-Laden aus der Stadt angerufen. Wir flehen euch an, bitte, habt ihr das Game? Habt ihr Nioh? Und die so, ja, klar, wir haben noch eine Kopie hier. Willst du die haben? Ja, Mann, wir sind gleich da. Nicht mal meinen Namen hinterlassen. Und dann sind wir dahin gedüst, ne? War irgendwie ein 15-Minuten-Weg. Wir waren innerhalb von... Weiß ich nicht. 7, 8 Minuten da. Sehr viel schneller, als eigentlich hätte sein sollen. Und... Dann haben wir es tatsächlich bekommen. Und dann haben wir uns Pizza bestellt und Milch getrunken. Ihr wisst ja, wie es ist. Ne, Milch, wissen wir alle. Schlag mich. Dankeschön. Actually, really appreciate. Und ja, haben Nioh gespielt. Und am Schluss waren wir so voller Milch, dass wir das Spiel auf Spanisch gestellt haben, weil es keinen Unterschied mehr gemacht hat, weil wir konnten nicht lesen, was da steht. Gutes Game. Maybe. Wer weiß. Ja. Weiß ich nicht. Das sind ein paar Dudes. Kann ich die jetzt... Okay. Der Name. Das müsste die... Ja. Eigentlich ummorden. Dachte ich mir doch. Oh Gott! Okay. Nein! Nein, meine Stance! Nein! Oh, was ein Idiot! Pariert! Gekontert! Stoß den runter! Oh Gott! Vielleicht soll ich mal meinen Willen komplett aufladen. Da den immer zu verbraten. Oh Gott! Nein! 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 Oh, ich bin so bad! Ich. Also, mein Fehler ist, ich bin ja da immer ein bisschen analytisch. Mein Fehler ist einfach, dass ich zu wild auf Kreis drücke. Ich müsste... Ich bin hier. Krass. Wie viele Leichen hier einfach sind. Ich bin zu ungeduldig. Ich muss den Weg des Samurai lernen. Okay. Ich räche dich. Komm her. Komm her. Okay, der Weg zum Samurai ist Lost Cause für mich. So. Oh, schießt mich auch noch so ein Arsch an, ey. Ich sterbe! What do you mean? Okay, okay. 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 Permanent gestaggert. Oh, bitte pray. Danke. Cool, okay, also nochmal. Gut, Konter. Er ist ausgewichen.
Okay. Hilden? Nice. Wir haben jemanden gerecht. Ich weiß nicht, was diese Auszeichnungen bringen. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Aber wir haben welche erhalten. Da oben ist er. Ich muss erst überlegen, wo der ist. Ich habe bestimmt mehr als einen. Typen jetzt gerade gerecht. Zack. Kirin ist auch wieder fertig. Pariert. Eigentlich wollte ich den Hund killen. Kam jetzt nicht dazu. Aber dann kill ich halt den Hund. So. Zack. Jetzt müssen wir halt nur wieder zu der Höhle finden. Habe ich vorhin ein bisschen schlauer gemacht, als ich... Okay, die sterben wenigstens recht schnell. Habe ich vorhin ein bisschen schlauer gemacht, als ich mich durchgestealtht habe. Wie kam ich denn da jetzt hin? Nicht hier lang? Ja, ich bin hier lang, gell? Ja, genau, hier war die Höhle. Ich erinnere. Moment, den kann ich auch noch backstabben. Okay, wenn ich meinen Buff anmache, dann hören die das aber. Das ist gut zu wissen. Gut, das war ein absoluter Baby-Dude. Das ist ein Heal. Das ist ein Heal. Die Quick Attacks sind einfach King. Muss man mal trotzdem sagen. So, jetzt ist die Frage, wie benutze ich Kirin? Benutze ich den gleich wieder als Beschwörung oder benutze ich ihn als Resonanz, dass ich eine gebuffte Waffe habe? Ich glaube, die Beschwörung ist trotzdem besser. Mal ganz schnell gucken, dass hier niemand ist, der mich ermorden will. Niemand, der mich backstabbt oder so. Ich meine, das ist gerade nicht passiert, aber... Hier oben ist halt noch ein Item, das hätte ich jetzt gerne. Ein Bambusbogen Level 3. Oder Tier 3. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast mich erschreckt. So, das kann ich nicht mehr aktivieren, weil das wurde schon aktiviert. Ich dachte ehrlich gesagt, ich respawne da, aber das heilt mich einfach nur. Okay. Okay und seine Goons. Der lebt! Jetzt! Zack! Pariert, gekontert, vermöbelt. Und jetzt nochmal gekrittet. Oder wie auch immer man das hier nennt. So, bin bereit. Wow, darauf war ich nicht bereit. Oder dafür. Okay, die Kampfkünste sind sehr stark, aber man muss halt... wissen, wann man sie einsetzen kann. Wie zum Beispiel jetzt. Okay, das war dumm. Nice Range. Ich kann meinen Lifesteal Skill nicht anmachen. Rück mir mal nicht so auf die Pelle, Alter! Ich würde mich gerne wieder bewegen! Holy shit! Ey, die Typen, ne? Ich hab ihn. Alter. Wo ist er? Achso, er war der Typ, den ich killen musste. Ach so. Reise zu einem anderen Schlachtfeld. Ja, bitte, ich bin da ja fertig. Ich meine, ich habe alles gemacht, was zu machen ist. Werde ich jetzt... random irgendwo hingeschickt oder komme ich jetzt auf die Karte? Weil ich würde gerne auf die Karte kommen. Da wollte ich eigentlich hin. In der Hoffnung, da irgendwie den Schmied zu accessen. Aber mal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Weil ich kann es halt immer nur mit Neo 1 vergleichen. Da hatte man auf der Overworld-Karte den Schmied. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Bin ich wieder in der Hauptquest. Das ist ja... interessant. Habe ich wieder was freigeschaltet, ist die Frage. Nebenschlachtfeld. Abgeschlossen. Fehlen aber noch ein paar von den Dingern. Heißt, da könnte man noch was finden. Keine Ahnung. Ist aber halt auch optionaler Kram.
Ja, müssen wir mal gucken. Ob ich das mache offscreen. Vielleicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. So, da bin ich gerade, ne? Ja. Okay. Stufenaufstieg. Wir haben bestimmt wieder ein bisschen Key. Ich finde ja Zauber schon extrem tempting, ne? Gewesen es nicht. Was sagen denn... Also Bronzesperr wird wahrscheinlich... Also ich nicht der Bronzesperr, aber der... Klingenspeer wird vermutlich drin bleiben. Das heißt, Feuer wäre gut. Aber ich will halt auch wahrscheinlich die Stäbe benutzen. Das heißt, am besten ist Holz. Weil die skalieren ja mit Holz, beide. Schwierig, schwierig. So, was heißt denn hier Blitzangriffskraft plus 13? Ist das viel? Ist das flat? Ich mache 13 Schaden mehr. Ich weiß es nicht. Der Bogen. Feuerangriffskraft. Ja, I guess. Ich meine, du kannst ja theoretisch eine Mage spielen, indem du halt sagst, du legst nur Sachen an, die Blitzangriffskraft erhöhen zum Beispiel. Aber ist es das, was ich möchte? Speerschaden, Speerschaden. Mit dem Gesundheitsschaden von Speeren. Ja, ich benutze ja keine Speere, ich benutze ja die anderen Speere. Ist die Frage, ob das für beide zählt. Ich würde gerne sehen. Die haben auch noch Lore, die Dinger. Jesus Christ. Ob das meinen Schaden erhöht oder nicht? Weil ich sehe es gerade nicht so wirklich. Was ist das hier? Das ist wieder so ein gelbes Ding. Naja, es ist besser als das, was ich habe. Got any drink on you? Well, no, I wouldn't expect you to. Der eine Typ, den wir dabei haben, ist also Alkoholiker. Das ist ja schon mal ein sehr guter Pluspunkt fürs Team. Gesundheit, Kampfkunst, Schaden, Zauberwillensverbrauch, erlittener Fernkampfwillensschaden, Widerstand. Das ist ja richtig gut. Angezogen, nice. Ist auch unser erstes Item, das Tier 4 ist, ne? Cool. Okay. Titel. Liste. Ich bin mutiger Bandittöter. Wow. Okay, will ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade gar nicht so genau wissen. Viel wichtiger fände ich es zu wissen. Was mache ich denn jetzt hiermit? Guck mal, das erhöht unseren Schaden. Unsere HP, unsere Willensverteidigung und die Zauberdauer. Das hier macht einfach generell Angriffskraft. Achso, wenn es ums Willen erzeugen geht. Das heißt, Feuer ist... Ist gut, wenn du viel Wille generieren. Feuer ist gut, wenn du viel Wille generieren willst. Ich kann nicht reden. Jesus. Das macht Blocken und Stealth. Das ist irgendwie absolut useless. Warte mal, so. Das erhöht unseren Schaden von der einen Waffe und unsere Willensdauer. Das ist 48 Sekunden, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Zauberkosten gehen runter. Das heißt, wenn ich einen Battle Mage oder so spielen wollen würde, dann würde ich auf Feuer und Metall gehen. Weil mit Feuer generieren wir mehr Willen und mit Metall verbrauchen wir weniger Willen. Und dann noch Holz für Damage auf unseren Waffen. Das ist eigentlich ganz nice. Dann skillen wir das vielleicht einfach gleichmäßig hoch und haben dann, was wir wollen. Vielleicht ein bisschen mehr. Bisschen mehr Feuer. Weil ich lieber Damage mache, als zu tanken. Jo. Okay, Zauber gucke ich mir jetzt, wie gesagt, nicht nochmal durch.
Ich würde sogar fast sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Dann ist es zwar keine ganze Stunde, aber ich habe jetzt eh gleich einen Termin. Und jetzt hier den Level noch anzufangen, ist ja irgendwo Quatsch. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!